Die UFOs sind plötzlich so unheimlich real geworden. Haben die Amerikaner tatsächlich seit 90 Jahren abgestürzte oder gelandete außerirdische Fluggeräte geborgen und versuchen sie im Geheimen nachzuentwickeln? Haben sie sogar Leichen geborgen? Und was bedeutet das eigentlich für uns? Wenn es stimmt, was der Whistleblower David Grusch vor dem US-Kongress unter Eid ausgesagt hat, dann zieht das einen ganzen Rattenschwanz an komplizierten Rechtsfragen nach sich. Rechtsfragen, auf die wir hoffentlich eine Antwort bekommen von dem Experten, den ich heute hier in unserer Sendung habe. Herzlich willkommen, Klaus Stähle. Hallo, Herr Fleischer. Grüße Sie. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie haben ja Sie sind Rechtsanwalt. Sie haben in Freiburg und in Berlin Jura studiert, sind 30 Jahre schon Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Sie engagieren sich politisch für Aspekte der Nachhaltigkeit, sind Vorstand in einem Wirtschaftsverband und Sie haben jetzt ein interessantes Buch herausgebracht vor einer Weile, über das wir schon mal geredet haben. Es heißt Rechtsfragen beim Kontakt mit Extraterrestrischen und darin gehen Sie eben der Frage auf den Grund, was es völkerrechtlich, wirtschaftlich und politisch bedeutet, wenn wir nicht allein sind, wie wir damit umgehen als Menschheit und all diese Fragen, über die wir im letzten Interview noch ganz hypothetisch geredet haben, die sind ja inzwischen ganz unheimlich real geworden durch die Anhörung im US-Kongress, die für Furore gesorgt hat weltweit und bei der ein Whistleblower namens David Grusch ausgesagt hat. Sie haben ja sicherlich auch diese Anhörung verfolgt. Was war Ihr Eindruck davon? Ja, war eine wirklich spannende, vielleicht sogar historische Geschichte. Ich habe mir das auch angehört und angeschaut. War ja nicht nur Grusch zu hören, es waren ja auch noch die beiden Piloten dort befragt. Und man muss natürlich auch vorsichtig sein. Grusch hat Dinge berichtet, die er eben nur vom Hörensagen kennt. Das heißt, die Flugobjekte oder Objekte der Aliens hat er selbst nicht gesehen. Und er behauptet, dass es geheime Programme der amerikanischen Regierung gibt und dass es eine Firma gibt, die damit beauftragt ist, diese Dinge zu erforschen, die da havariert sind. Das sind alles natürlich schon starker Tobak und der letzte Beweis liegt dafür noch nicht vor. Aber wie gesagt, es gab ja auch die beiden Piloten, vor allem der Pilot, der bei dem an sich gut dokumentierten Nimitz-Zwischenfall dabei war und der natürlich glaubwürdig berichtet hat, dass es UAPs oder früher UFOs gibt und er die gesehen hat, also dass man sich mit diesen Fragen befassen muss, ganz klar. Und davon gibt es ja eine ganze Reihe von Fragen und eine der vordringlichsten Fragen ist, was dieses Phänomen für die US-Regierung selbst bedeutet. Und dazu hat ein Abgeordneter, da möchte ich gleich mal einen Clip zeigen, ganz klar festgehalten oder die Zeugen dazu befragt, ob es das Thema von Relevanz für die nationale Sicherheit der USA ist. Und da schauen wir mal kurz rein. Bitteschön. I serve on the National Security Subcommittee for the Financial Services Committee, so I really want to stay in the national security lane, if I may. So when we think about traditional adversaries and both us towards them and them towards us, you know, we probe their capabilities. We look for weaknesses and we collect that data, that reconnaissance for in the event we need it in the future. For each of you, yes or no question, based off of your own experience or the data that you've been privy to, is there any indication that these UAPs could be essentially collecting reconnaissance information? Mr. Graves? Yes. Mr. Grusch? Fair assessment, yeah. Mr. Fravor? Very possible. Again, in the national security vein, is it possible that these UAPs would be probing our capabilities? Yes or no, Mr. Graves? Yes. Grusch? Yes. Fravor? Definitely. Is it possible that these UAPs are testing for vulnerabilities in our current systems? Yes. Yes. Possible. Do you feel, based off of your experience and the information that you've been privy to, that these UAPs provide an existential threat to the national security of the United States? Mr. Graves? Potentially. Yes, sir, potentially. Same answer, potentially. Yeah, I'd say Graves. Definitely, potentially.
Mr. Graves and Fravor, you know, in the event that your encounters had become hostile, would you have had the capability to defend yourself, your crew, your aircraft? Absolutely not. Sir? No. Is, based off of the information that you've been privy to, is there any indication that these UAPs are interested in our nuclear technology and capabilities? Yes. By external observation, sure, that could be a fair assessment, yeah. Yes. Is there any indication that the Department of Energy is involved in UAP data collection and housing? I don't have an answer. I can't confirm or deny that in a public setting. And no, could you do it in a secure setting? Yes. Mr. Fravor? No, I don't know. Mr. Chairman, I think I'm the last member to go, but there clearly is a threat to the national security of the United States of America. As members of Congress, we have a responsibility to maintain oversight and be aware of these activities so that, if appropriate, we take action. I would encourage the chairman to demand that we have any and all, but in particular Mr. Grush, talk to us in a SCIF. And if that access is denied, I will personally volunteer to initiate the Holman Rule against any personnel or any program or any agency that denies access to Congress. Mr. Chairman, with that, I will yield the remainder of my time to my fellow colleague from Tennessee, Mr. Burchett. Also wir haben es gesehen, der Abgeordnete, der für die nationale Sicherheit zuständig ist, schließt aus den Antworten der drei Zeugen, dass das Phänomen eindeutig von Belang für die nationale Sicherheit ist, obwohl die gesagt haben, möglicherweise. Was bedeutet denn das jetzt für uns aus rechtlicher Sicht, wenn so ein mächtiges Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika das UFO-Phänomen als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit begreifen? Naja, das ist ja erstmal eine politische Frage, nämlich die, ob nicht nur die USA, sondern auch Deutschland, andere Länder zum Ergebnis gelangen, dass es sicherheitsrelevant ist und deshalb eben auch untersucht werden muss. Und was wir heute feststellen können, ist, dass es Beobachtungen gibt, Verletzungen des Luftraums, die von sowas wie UAPs, UFOs ausgehen und diese Gerätschaften, Objekte aber nicht erfasst werden und wir daher natürlich uns Gedanken darüber machen müssen, wie das in Übereinklang gebracht wird mit unseren Sicherheitsanforderungen, nicht nur in den USA, sondern überall. Nun, gerade die deutsche Regierung schweigt sich ja fleißig dazu aus und tut so, als gäbe es das Phänomen überhaupt nicht und sie würden sich in keiner Weise dafür interessieren. Sind die Deutschen vielleicht dann jetzt auch bald gezwungen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen? Der Punkt, bis es offenkundig ist, ist vielleicht, der Punkt ist noch nicht erreicht. Insofern kann sich die Bundesregierung da vielleicht auch noch ein bisschen einen schlanken Fuß machen. Aber klar ist auch, dass der Druck auch auf die Bundesregierung steigt, auf politische Akteure. Denn wenn es Gefahren gibt und die sind irgendwie erkennbar, und eine Regierung, Politiker oder ein Parlament unternimmt nichts dagegen, dann sind die natürlich auch in der Verantwortung, Verantwortung gegenüber den Wählern. Deshalb also erstmal politisch, ja. Und klar, nachgelagert kann man sich natürlich auch fragen, gibt es rechtliche Strukturen, die das schon aufgreifen könnten? Ja, reden wir doch mal über die Art und Weise, wie die USA in den Besitz dieser Fluggeräte gekommen sein könnten. Ja, es ist ja auch die Rede davon, dass sie abgeschossen worden sein könnten. Aber selbst wenn sie abgestürzt sind oder wenn sie gelandet sind, macht es eigentlich einen Unterschied. Dürfen die USA eigentlich so ein gelandetes oder abgestürztes oder abgeschossenes Fluggerät, also dürfen sie es abschießen und wenn es abgeschossen ist, dürfen sie es dann bergen? Dürfen Sie es nachentwickeln? Dürfen Sie die Technologie, die Sie daraus entwickeln, auf den Markt werfen? Ja, Sie werfen jetzt aber auch gerade eine Vielzahl von Fragen. Also gehen wir die Stück für Stück nach. Also gehen wir vielleicht mal den Punkt für Punkt durch. Genau. Genau. Also wenn man einfach mal davon ausgeht, ein UFO havariert, nicht, unterstellt jetzt in den USA und macht da eine Notlandung, nicht, dann
Es stellt sich die Frage, was gilt dann nicht? Wir haben Luftrecht, wir haben aber auch Weltraumrecht. Wenn so ein Gerät jedenfalls auf der Erde landet, muss es ja irgendwann den Luftraum durchflogen haben, nicht? Aber als es gibt Weltraumverträge, die besagen, dass die Objekte der Staaten wechselseitig aneinander herausgegeben werden müssen. Das heißt, wenn die Aliens kommen und sagen, pass mal auf, liebe USA, da ist irgendwas von uns leider notgelandet, bitte gebt es uns, dann wäre es jedenfalls geltendes internationales Recht, es herauszugeben. So, wenn man jetzt fragt, dürfte die USA auch ein UFO, ein UAP abschießen, sind wir schon im ganz anderen Bereich. Da wäre dann die Frage, geht von dem UFO irgendein Angriff aus? Streng genommen ist es so, dass jedenfalls im Luftraum, Luftraum ist von 0 bis 100 Kilometer Höhe, so Pi mal Daumen, wenn im Luftraum, im nationalen Luftraum etwas eindringt, dann unterscheidet man zwischen zivilen Luftfahrzeugen und Staatsluftfahrzeugen. Das ist dann Militär, Zoll, Polizei und so weiter. Und die werden unterschiedlich behandelt, nicht? Und mittlerweile gibt es auch Beschlüsse der UNO, die da klar sagen, also zivile Flugzeuge dürfen nicht abgeschossen werden. Also sollte das UAP ziviler Natur sein, dann ist ein Abschuss ausgeschlossen. Das gilt seit dem Sacharin-Zwischenfall, als die Russen ein koreanisches Flugzeug, Passagierflugzeug abgeschossen hatten, das über der vom Kurs 500 Kilometer abgekommen ist und sich auf die Abfangjäger nicht auf die Abfangjäger reagiert hat. Und dann schossen die also mit 270 Toten eben zuletzt diese Passagiermaschine ab. Und da hat man gesagt, na also das geht ja irgendwie nicht. Das war zwar ein Verstoß, war eine Luftraumverletzung. Aber klar, wenn es jetzt sozusagen über militärisches Sperrgebiet geht, wenn Spionagetätigkeit ausgeübt wird, wenn Raketen außer Funktion gesetzt werden oder es werden Stabvorgänge eingeleitet gegen den Willen dem die Raketen gehören, also vielleicht der USA oder oder Russlands, dann bestehen natürlich erhebliche Gefahren und das ist auch ein Sicherheitsrisiko und da wird man wohl möglicherweise auch einen Abschuss rechtfertigen können. Aber einfach nur abzuschießen, um so ein Ding zu erforschen, ist jedenfalls de jure jedenfalls nicht legitim, nicht? Dass die Interessenlage so sind, wie sie sind. Kann man vermuten, aber wissen tun wir es nicht. Aber rechtlich ist es jedenfalls als völkerrechtswidrig, klar. Also Sie dürfen es nicht einfach so abschießen, wenn es mit friedlichen Absichten hierher kommt oder jedenfalls keine feindseligen Aktivitäten zeigt. Ansonsten ist es Verteidigungsmaßnahme. Aber jetzt ist das Ding gelandet. Oder es ist hier abgestürzt. Dürfen die das einfach so beschlagnahmen? Naja, man muss dann eben auch unterscheiden, wenn es ein Völkerrechtssubjekt gibt, das sagt, bitte gebt mir unser UFO wieder heraus, dann muss man es herausgeben. Die USA müssten die Havarie mal unterstellt untersuchen. Da gibt es auch rechtliche Verpflichtungen dazu, dass man den Staat, den Registrierstaat, also dort, wo es herkommt, hinzuzieht oder ihm die Berichte zur Verfügung stellt. Und wenn man aber jetzt die Sache untersuchen will, weil man wissenschaftliche Interessen hat oder ja, wirtschaftspolitische Art und so weiter, dann und das beschlagnahmen will und nicht herausgeben will, dann ist es streng genommen völkerrechtswidrig, wenn es ein Herausgabeverlangen gibt, nicht? Aber wenn sich die Aliens nicht melden und denen das egal ist oder uns das UAP vor die Tür gelegt haben, damit wir mal ein bisschen forschen oder so, dann passiert halt nichts. Das heißt also, die Untersuchung als solche ist nicht verboten, aber ja, es steht de facto im Eigentum von jemand anderes und der Registrierstaat jedenfalls könnte es herausverlangen.
So, aber Sie sagen es, wenn es ein Völkerrechtssubjekt ist, wenn es einen Registrierstaat gibt und so weiter. Und dazu hat ja nun David Grush auch während der Anhörung eine interessante Aussage gemacht und hat auf die multidimensionale Herkunft, auf die möglicherweise interdimensionale Herkunft dieser Flugobjekte hingewiesen. Und dazu möchte ich auch einen kurzen Ausschnitt bringen. Bitte schön. One of my constituents actually sent this next question, and I figured I'd ask it since I had the same thought. You've said that the U.S. has intact spacecraft. You said that the government has alien bodies or alien species. Have you seen the spacecraft? I have to be careful to describe what I've seen firsthand and not in this environment, but I could answer that question behind closed doors. Yeah. And have you seen any of the bodies? That's something I've not witnessed myself. Okay. And so with that being said, you know, and the other statement that has been made that was intriguing to me because, and it's intriguing because my view has been that we are billions of light years away from any other system. And the concept that an alien species that's technologically advanced enough to travel billions of light years gets here and somehow is incompetent enough to not survive Earth or crashes is something that I find a little bit far-fetched. And with that being said, you have mentioned that there's interdimensional potential. Could you expound on that? Oh, yeah, to answer your first question, and, you know, I'm here as a fact witness and expert, but I will give you a theoretical framework at least to work off to kind of espouse crashes, regardless of, you know, your level of sentience, right? You know, planes crash, cars crash, n number of sorties, however high, a small percentage are going to end in, you know, mission failure, if you will, as we say in the Air Force. And then in terms of multidimensionality, that kind of thing, the framework that I'm familiar with, for example, is something called the holographic principle. It derives itself from general relativity and quantum mechanics. And that is, if you want to imagine a 3D object such as yourself casting a shadow onto a 2D surface, that's the holographic principle. So you can be projected, quasi-projected from higher dimensional space to lower dimensional. It's a scientific trope that you can actually cross, literally, as far as I understand, but there's probably guys with PhDs that we could probably argue about that. But you have not seen any documentation that that's what's occurring. Only a theoretical framework discussion. Yes. Okay. Okay. So, also möglicherweise laut den Aussagen des Whistleblowers David Grush, der in der Position war, so etwas wissen zu können, handelt es sich bei den Besuchern möglicherweise um so etwas wie eine dreidimensionale Projektion eines eigentlich multidimensionalen Geschehens von außerhalb unserer Raumzeit. Und wenn das so ist, Herr Steele, dann möchte ich Sie fragen, kann man die dann noch als Völkerrechtssubjekt bezeichnen? Na, erstmal würde ich sagen, warum nicht? Nicht? Aber klar, es ist, wird es dann schwierig, aber wenn die Objekte physisch bei uns real ankommen und hier liegen bleiben und eben nicht nur eine Projektion im Sinne eines holographischen Bildes sind, sondern physisch real hier vorhanden sind und diese Entitäten mit Passagieren und Objekten hier herumfliegen können in unserem dreidimensionalen Raum, in unserem Zeitgefüge, dann gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, okay, nun gilt unser Recht nicht mehr. Nein, wir beanspruchen ja dieses Recht in Bezug auf unseren dimensionalen Raum. So. Und wenn die sich darauf einlassen und mit überlegener Technik oder, keine Ahnung, aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit oder sonst woher hierher kommen, dann müssen sie sich trotzdem dem unterwerfen, was bei uns rechtlich gilt. Und dass es möglicherweise schwierig ist, derer dann habhaft zu werden, wenn die irgendeinen Unsinn machen, ist schon klar. Aber erstmal haben wir Rechtswirkungen, die wir als gültig für alle, die hier agieren, postulieren. Und daran sollten wir erstmal festhalten. Aber wenn die von außerhalb unserer Raumzeit kommen, heißt das ja, dass die vielleicht das
dass unsere Raumzeit, unser dreidimensionaler Raum gar nicht unser dreidimensionaler Raum ist, sondern deren dreidimensionaler Raum. So wie ein Goldfischglas, das auf einem Tisch steht, von einem Goldfischglaseigentümer. Muss der Goldfischglaseigentümer sich an die Gesetze der Goldfische halten, wenn er dort Futter reinstreut oder Plastikfiguren reinstellt? Ja, also ich sag mal so, wenn die Goldfische so clever sind, eine eigene Rechtsordnung zu entwickeln, dann würde es die Rechte der Goldfische verletzen, wenn der grüne Tinte reinschüttet und denen die Sicht nimmt. Aber natürlich ist es so, dass möglicherweise sind wir nicht satisfaktionsfähig, weil wir zu dumm sind, zu wenig entwickelt und keinen Durchblick haben. Aber erstmal können wir uns auf das berufen, was wir uns denken, was wir so sehen, was wir erforschen. Das heißt also, wir leben in unserem dreidimensionalen Raum, in unserem zeitlichen Gefüge und fordern auf dieser Basis, wer hier agieren will, die Beachtung unserer Regeln ein. Also Menschenrechte beispielsweise, politische Rechte, nicht, also was weiß ich was. Darf man einfach Leute entführen oder so, dann sagen die vielleicht, wir kommen aus einer anderen Dimension, das ist uns wurscht. Aber all diese Rechte, die hier gelten, müssen eingefordert werden. Und daran müssen auch Extraterrestrische oder Aliens oder Leute aus einer anderen Dimension sich messen lassen. Wir wissen nicht, was es ist. Muss untersucht werden. Die Untersuchungen haben ja, finden zwar statt, aber noch nicht mit der Gründlichkeit und Ausführlichkeit, wie Sie und ich mir das vielleicht gerne wünschen würden. Ganz genau. Aber wir versuchen, diesen Fragen im weiteren Verlauf der Sendung auf den Grund zu gehen. Es bleiben jede Menge spannende Rechtsfragen übrig, die das Handeln der US-Regierung und jeder anderen Regierungen betreffen, die mit diesem Phänomen umgehen, möglicherweise Fluggeräte geborgen haben, möglicherweise Insassen geborgen haben, möglicherweise in Austausch stehen mit denen. Was bedeutet das für uns rechtlich? Darüber werden wir im weiteren Verlauf dieser Sendung reden mit dem Rechtsanwalt Klaus Stehle, der ein Spezialist ist für die Rechtsfragen im Kontakt mit Extraterrestrischen, aber nur für Abonnenten auf exomagazin.tv. Schaut mal dort vorbei, da gibt es hunderte interessante Interviews mit Experten aus aller Welt zu diesem Thema, die ihr nirgendwo sonst findet. Und für alle auf YouTube ist hier erstmal Schluss. Bis gleich auf exomagazin.tv.